Willkommen zurück zu The Sims 4. Im letzten Part haben wir das normale Sims-Leben so ein bisschen gespielt. War ja jetzt nichts Besonderes wirklich passiert. In diesem Part wollte ich auf jeden Fall, dass unser ältester Sohn jetzt einen Job annimmt. Eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich wollte ich, dass er sich nur um den Garten kümmert. Das Problem ist nur, es ist ja jetzt Herbst und da ist nicht so viel los im Garten. Das bringt halt überhaupt nicht viel Geld. Und ich habe schon Angst vor der nächsten Rechnung, weil wir haben ja in der letzten Rechnung schon wieder 4.500 bezahlt. Und okay, Leute. Sie ist schon wieder. Sie wird schon wieder abgeholt. Ich denke, man kann bestimmt jetzt nochmal fragen, aber es ist wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, dass immer wieder der wiederkommt. Deswegen würde ich sagen, lassen wir sie jetzt gehen. Macht hier keinen Sinn, ne? Jedes Mal wieder. Nur wegen so ein paar Stunden. Ist ja noch nicht lange her. Ne? Ich glaube, im Spiel war das gestern, also am Montag, als er da war. Montag oder Sonntag, ne, war das. Wir lassen sie jetzt gehen. Ist zwar traurig. Obwohl wir ja nicht mit ihr, ne, das Spiel gestartet haben, sondern mit unserem Mann, der leider schon vorher verstorben ist. Und jetzt verlieren wir auch noch seine Freundin, die war ja nie verheiratet. Ich habe es irgendwie vergessen. Aber ich finde es auch nicht schlimm. So, und dann lassen wir sie gehen. Was ist das denn für ein Teil? Ah, wegen Alien-Dings, ne? Weil sie ein Alien. Zuckerschädelgabe da bringen. Verbindung zum physischen Welt verstärken. Vertrauen in Schrift lesen, in Schrift eingravieren, da platzieren, Geist in Jenseits verlassen, entlassen, nicht verlassen. Ja, wir lassen den Geist frei. Sie soll frei sein. Frei und glücklich. Ich werde nicht sagen, aber immer mehr so Grabsteine, das ist schon ein bisschen gruselig, ne? Ach, bei denen kann man leider keinen Grabstein kriegen. Mal dann bei den anderen Grabstein. Jo! Achso, dann ist das bestimmt bei den anderen auch, ne? Das ist ja cool. Wenn ich die jetzt wieder reinstelle. Oh, okay, das ist geil. Ich würde sie dann auf jeden Fall hier beerdigen. Unsere Familie. Katze. Mann. Frau. Ich muss ja sagen, nee, das hier mag ich ja nicht so gern. Jack Palm. Sam. Unser Kater, unser erster, ne? Siehst schon, komm, irgendwann haben wir hier einen halben Friedhof. Das wäre ja das schon ein bisschen gruselig. Naja, jetzt haben wir sie gehen lassen. Und er wird sich jetzt auf jeden Fall einen Job suchen. Das steht fest hier. Karriere. Jobs suchen. Sind jetzt bestimmt alle am Heulen, ey. Was ist. Wisst ihr was? Ich möchte das hier noch irgendwie ein bisschen schön machen mit den Grabgräber hier. Aber ich glaube, die werde ich mal hier hinten hinstellen. So ein bisschen mehr im Schatten. So, dann machen wir das. So. Und dann wollte ich da noch schleimiger Schlamm Erde. Gut. Ein bisschen stärker kann das schon. So. Ne? Ja. Vielleicht noch so ganz kleine Blümchen, die man da drauf machen kann.
so, dass man das auch so ein bisschen sieht, ne, dass da ein Grab ist. Oh, das finde ich ja voll schön. So, die hier. Ah, hier. Da sehen die schön aus. Und die hier. Beides eigentlich ganz schön aus, wenn ich ehrlich bin. So, aber verschiedene. Vielleicht noch so ein ganz kurzer Zaun. So etwas dunkleren. Ach so, ah, okay. Nee, dann wird das irgendwie zu groß. Nee, wir müssen das anders machen. So. Finde ich eigentlich ganz schön, dass man so richtig so ein bisschen Gräberstimmung machen kann. Dann machen wir dahinter Steine. So. Na? Sieht eigentlich ganz schön aus. Da können sie dann trauern. Dann gehen mir aber nicht mehr diese Uhren hier auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, die sind ein bisschen nervig. So. Schauspieler soll der werden. Alltägliche Statisten. Warte mal. Ist eine gute Wahl. Unsere Agenten freuen sich darauf, dir deine unproduktive Zeit mit Arbeit zu versüßen. Bitte aktiviere die Benachrichtigung, um über die neuesten Angebote informiert zu werden. Für bis automatisch maximale Arbeitszeit. Unser Team hat viele Statisten in Weitwinkelaufnahmen untergebracht. Wir werden eine Arbeit für dich finden, egal wie klein die Rolle ist. Okay, nehmen wir das. Auch dann Werbespots. Dort in einem Werbespot Gold verdienen. Als Straßenkünstler auftreten. Okay. Wie finde ich das jetzt ein bisschen verrückt, dass wir jetzt, dass nur die drei Söhne übrig geblieben sind. Das ist irgendwie schon merkwürdig. Okay, wann muss er denn das erste Mal los? Ach so, das ist anders, ne? Verfügbare Castings ansehen. Was ist denn mit dem anderen sowas? Den wollte ich ja eigentlich zum Promi werden lassen, ne? Casting wählen. Ach so, da muss man drauf achten, welche Level und so, ne? Das wäre ja ganz gut, ne? Die neue Fisch. Ach so. So, und hier? Fähigkeit, okay.
Geh mal richtig schlafen. Was ist das denn? Liebe Erinnerung. Wer die doch weißen Dings nehmen sollen. Warte mal. Irgendwie. So. Irgendwie ist mir das so düster da hinten. Sieht dann ein bisschen gruselig aus. Ja, ich finde, so sieht es besser aus. Sieht nicht mehr ganz so unheimlich aus. Okay, was muss ich jetzt machen? Gitarrenfähigkeit. Also brauche ich eine Gitarre. Ich glaube, die habe ich gar nicht. Mal, das können wir das hier auch verkaufen. Das auch. Hat jetzt ein bisschen Geld wieder gebracht. Gitarre müssten hier sein, ne? Eine Geige. Ich habe die noch irgendwo gesehen gehabt. Ah, hier sind sie doch. 600, 750. Welche sieht denn besser aus? Oh, die sieht natürlich toll aus. Oder warte mal. Obwohl. Die finde ich toll. Die nehmen wir. Jetzt kriegt er seine eigene Gitarre. So. Oh mein Gott, was ist denn da passiert, ey? Oh, der hat Hausaufgaben gemacht. Ganz freiwillig. Kam das denn? Hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Hatte eine Fähigkeit, um Level 3 zu erreichen. Okay. Hunger, ja. Der ist schon was. Ich wollte den ja zum Promi machen. Also, dann wäre es eigentlich ganz so schlecht, wenn er irgendwas kann, was Geld bringt und gleichzeitig für ihn Ruhm bedeutet, ne? Bilder malen zum Beispiel. Trauriges Gemälde. Ist nämlich auch sehr gut, um Ruhm zu bekommen. Und natürlich, was auch geht, ist, das habe ich nämlich schon gemacht. Ach hier. Danke, ja. Ist hier, warte mal. Hier. Simstagram Story hinzufügen. Das bringt auch immer Ruhm. Das war es aber auch. Normalerweise sind da zwei, drei Sachen, die man machen kann. Aber weil er wahrscheinlich noch nicht so weit ist, denke ich mal. Ist das so? Boah, das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist ein Haus auf Wasser, ne? Da am Strand. Er hat 12 Follower. Das ist schön. Figurengemälde malen. Nee, eigentlich wollte ich ihn aus einem Promi rausmachen, ne? Ach, ist doch egal. Kann er auch Promi werden. Könnt ihr auch Model werden mit den Haaren, ne? Gar nicht so schlecht aus. Aber Maler wird er, glaube ich, nicht. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay, jetzt auch so erst Level 2. Wie, das war's jetzt? Ist das schon fertig? Das sieht aber schäbig aus. Der ist nicht so besonders gut. Landschaftsmerkmal mal. So, dann kann er hier Salat essen. So,
Dann kann er duschen gehen. Dann kann er säubern. Dann kann er ins Bett gehen. So, du. Obwohl Hunger hat er ja. Essen muss er ja, ne? Reste nehmen und dann kann er schlafen gehen. So, und der kann hier mal das Badezimmer wieder reparieren. Sieht ja aus da. Glückwunsch zu deinem Job. Vielen Dank. Dann alles aufwischen, bitte. Dass hier schön sauber ist. So, war letztes Mal wieder in Ordnung. Okay, jetzt muss er auch noch duschen. Monster, Bett einsprühen. Hat das jetzt was gebracht? Ich verstehe das manchmal nicht. Ja, es hat was gebracht. So, kannst du duschen gehen? Okay. Dann kannst du hier mal wieder was basteln. Winterfeststimmung. Von unserer nächsten. Eva verschwindet aus dem Rampenlicht. Ja, wundert mich ja auch nicht. Die ist ja tot. Die anderen beiden Brüder scheinen sich echt gut zu verstehen, ne? Quatschen immer wieder miteinander. Duschen. Was ist denn mit dem? Der trauert. Üben. Findest du das nicht so toll? Ich habe nur ein Problem, ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Bis 12. Das ist ja schon in 10 Stunden. Kacke. Oh, obwohl. Level 2 erreicht. Dann hat er das jetzt doch geschafft, ja? Nee, dann wäre hier, glaube ich, ein Haken. Jetzt mal aufs Klo und dann kannst du wieder schlafen gehen. Ich bin am Überlegen, ob ich ihm eine andere Frisur verpasse. Mag er das nicht? Kommt nur eins so rüber, ne? Und sein Gitarro-Solo. Dauert ja ewig, ey. Was kannst du denn machen? Kannst du hier mal hier das verkaufen? Und dann vielleicht ein bisschen chatten oder so oder spielen. Mehr Auswahl. Web.
anknüpfen. Chat. Oh, er ist gleich geschafft. Tada. Was jetzt echt? Der ist schon älter geworden? Oh mein Gott. Gibt es hier nicht sowas wie werde prominent oder so? Ah. Witzbold, Partylöwe. Freund der Welt, weltbekannte Berühmtheit. Das möchte er werden. Selbstsicher, romantisch. Kind der Inseln. Hundefreund, zimperlich, Snob. Was nehmen wir denn da? Katzenfreund. Eigentlich irgendwas müssten wir nehmen, ne, was ihm was bringt. Mag keine Kinder. Genie. Das Kopf. Fröhlich. Bücherwurm. Musikliebhaber. Der könnte ja Musiker werden, ne? Das wäre doch gar nicht so schlecht. Gucken, wie der aussieht. Oh, ich finde, der sieht gar nicht so schlimm aus. Also seine Augenbrauen mag ich irgendwie nicht. Hunger, der hat Hunger. Geben wir ihm mal was zu futtern. Anscheinend müssen wir einen neuen Salat wieder machen, hä? Freundschaftsdienst. Der Freund von Ben hat nicht für die wichtige Klassenarbeit am heutigen Tag gelernt. Da Ben die Prüfung schon früher am Tag abgelegt hat, kennt er die Fragen und könnte ihm die Antworten geben. Soll er seinem Freund helfen oder ihn die Prüfung ohne Hilfe machen lassen? Die Antwort teilen. Komm schon. Reicht nicht für die, das merkmals verantwortlich aus. Stipendien. Heute Ferien in der Schule. Freund von Ben war nie besonders raffiniert. Der Lehrer entdeckt die Notiz, die Ben ihm gemacht hat. Sie fallen beide durch und müssen sie einen Standpauker unterziehen. Ach Gott. Hä? Was hat denn der jetzt gemacht? Das solltet ihr eigentlich klären. Wo ist denn jetzt die andere Schüssel hin? Das war jetzt merkwürdig. Ach, guck mal, das ist jetzt noch. Schüssel leeren. Ist ja nicht mehr frisch. Casting, so. Wie mache ich das jetzt? Ich habe das noch nie gemacht. Bin doch schon Level 2, ne? Sogar Level 3. Wo muss ich ihn denn jetzt hinbringen? Oh nein, ich weiß nicht, wie man das macht. Handy. Handy? Vielleicht irgendwie zum Casting fahren oder sowas? Ah, hier. Durch teilnehmen. Werbung im Stipendien, Prüfung, Casting absagen. Türgelernschutz finden. Job kündigen. Nee, hier steht davon nix. Tätig werden. Ich schnürt nur Absagen. Das ist doch.
Ist jetzt eh vorbei, ne? Ist jetzt 12. Oder geht er von alleine hin? Zum Casting gehen. Ah, super. Okay, es geht von alleine. Hoffentlich kriegt er den Job, ne? Also, bei dem möchte ich mal eben so. Outfitplan. Simba arbeiten. Ich möchte mal gucken, wie der so aussieht. Weil dafür, dass er adoptiert ist, sieht er eigentlich relativ gut aus, ne? Finde ich. Wieso finde ich gar nicht so schlecht. Aber die Augenbrauen mag ich nicht. Die sind so streng. Kann man die irgendwie ändern? Ah, hier. Nicht so strenge Augenbrauen möchte ich. Bisschen normaler. Nee. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus, ne? Mein Gott, du sollst Promi werden. Obwohl es gibt ja Prominente, die auch sehr schlank sind, ne? Also ich finde, der sieht echt, dafür, dass das schon ein fertiger Sim ist, gar nicht schlechter aus. Na? Das Einzige, was ich machen würde, wäre noch ein Outfitplan, dass ich das von mir ist. Das würde ich jetzt noch gerne machen. Ah, das machen wir im nächsten Part. Ja. Okay, Leute. Zeit ist schon wieder um. Kommt zu glauben, ey. Das ist so komisch, dass die anderen beiden jetzt nicht mehr da sind. Na? Okay, Leute. Wir haben wieder einiges gemacht. Der ist wieder am Trauern. Okay, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Die Sims 4. Tschüss.